Wir leben generell in einer Welt, in der sehr viel in Schwarz und Weiß gesehen wird. Und dabei rede ich nicht nur von Hautfarben. Real oder Barca, Gott oder kein Gott, Homo oder Hetero. Und wie schon immer und auch heute wieder, Apple vs. Samsung. Viel Spaß! Auch wenn ihr es nicht unbedingt glaubt, fange ich mit dem Faktor an, der die meisten Menschen letztendlich davon überzeugt, ein Gerät zu kaufen oder eben nicht. Und zwar das Design. Auch wenn Apple in der Kategorie Design nicht zuletzt wegen Johnny Ive seit Jahren die Nase vorne hat, legen die verschiedenen Android-Anbieter in den letzten Jahren stark nach. Und obwohl das vor allem bei Billiganbietern wie Huawei und kürzlich auch Samsung der Fall ist, wird und hat Apple mit den kürzlichen MacBooks und dem in wenigen Tagen erscheinenden iPhone 8 sehr wahrscheinlich wieder zwei designtechnische Picassos im Repertoire. 1:0 für das Silicon Valley. Technisch gesehen ist das Samsung Galaxy S8 dabei, aber zum Beispiel mit einer Displaygröße von 5,8 Zoll und 568 ppi signifikant größer als das iPhone mit 4,7 Zoll und nur 326 ppi. Abgesehen davon machen abgerundete Kanten bzw. wie Samsung es tauft, das Infinity Display das S8 noch ein wenig vorteilhafter als das Pendant von Apple. 1:1. Weiter mit der Kamera. Die Kamera des Galaxy S8 gehört mit ihrem Dual-Pixel-Sensor und einer 12-Megapixel-Kamera zu den besten auf dem Markt. Mit einer f1,7er Blende ist es dem S8 außerdem möglich, auch noch bei extrem schlechtem Licht das Beste aus Fotos und Videos rauszuholen. Zwar ist die Kamera des iPhone 7 mit ebenfalls 12 Megapixel und einer f1,8er Blende auch nicht von schlechten Eltern, jedoch macht hier das sogenannte Multi-Frame-Processing des S8 den Unterschied. Hierbei wird ein Bild aus drei Aufnahmen zusammengesetzt und erhöht somit die Details, die Konturen und vermindert das Rauschen. Definitiv ein Punkt für Samsung. 1:2. Mindestens genauso, wenn nicht sogar noch wichtiger als die Kamera, ist für die meisten Menschen der Akku. Jetzt könnte man meinen, dass das S8 durch sein größeres Display ja auch mehr Strom verbraucht und dementsprechend weniger Akkulaufzeit haben müsste. Tja, müsste. Hat es aber nicht. In diverse Online-Tests kommt das iPhone auf nur knappe 9 Stunden, während das Samsung Galaxy solide 10,5 Stunden durchhält. Punkt für Samsung. 1:3. Sowohl das iPhone 7 als auch das Galaxy S8 sind staub- und wasserdicht. Das iPhone 7 verfügt dabei über einen IP67 Schutzklasse und hält sogar einen 30-minütigen Tauchgang bis zu 1 Meter Tiefe aus. Das S8 hingegen soll nach IP68 Zertifizierung sogar noch einen halben Meter tiefer tauchen können. Die Unterschiede sind allerdings so marginal, dass es nicht für einen Sieger ausreicht. Eins ist sicher, beide Smartphones sind extrem stabil. 2:4. Und zu guter Letzt das Wichtigste, Interface. Neben dem Design meistens der ausschlaggebende Grund, sich für ein Gerät zu entscheiden. Schließlich ist das der Ort, an dem der Endnutzer die meiste Zeit verbringt und sich am besten auskennen sollte. Jedoch muss diese Entscheidung jeder Nutzer individuell treffen und sie sich nach seinen Vorlieben gegebenenfalls individuell anpassen. Im Großen und Ganzen kann man zwar definitiv objektiv sagen, dass das S8 das iPhone 7 in Sachen Display, Kamera und auch Akku entscheidend schlägt. Einen iOS-Fan zum Umdenken bringen wird das aber nicht. Zur Verteidigung muss man sagen, dass das iPhone ein ganzes ja früher erschienen als das S8 und dafür schlägt es sich ziemlich gut. Nach der Veröffentlichung des neuen iPhones wird sich das allerdings ändern. Was haltet ihr davon? Habt ihr ein Apple, ein Samsung, ein Huawei oder gar kein Gerät? Schreibt es mir in die Kommentare. Wie fandet ihr außerdem das Video? Lasst mir eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Hier habt ihr außerdem noch die neueste Folge BBB und sonst sehen wir uns wie immer beim nächsten Mal wieder. Reingehauen!